herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von der Fischer Academy. Heute ist meine dritte Fahrstunde und ich bin schon sehr gespannt, wie ich fahre, ob ich mich verbessert habe oder nicht so wirklich. Ich bin eine Stunde richtig lang. Boah, Mensch, Melina. Ist jetzt raus? Ab. Nee, ist wieder an. Neue Straße, neues Glück. Darfst du den rechts überholen? Nee, wir wollten doch links abbiegen, oder? Ich würde sagen, wir fahren jetzt los und vergesst nicht, ein Abo dazu lassen und schreibt in die Kommentare, ob ihr schon mal gefahren seid. Das ist wie vorgestern bei der Theorie, wo ich die Ampel dran hatte. Ich hatte gestern auch das mit der Ampel, das stand mir richtig lang. Boah, Mensch, Melina. Hab Geduld, bitte. Ist jetzt raus? Ab. Nee, nee, ist wieder an. Darf ich den Mittelfinger nach hinten zeigen? Nein. Oh, Julius. Dann frag mich nicht, mach's einfach und da ist es halt passiert. Weißt du, ich kann ja nicht dich einsperren oder festbinden. So, dahinter ist irgendwas, wenn ich das richtig sehe, hinter dem LKW, nicht, dass er hier rumgeschlüpft kommt. Neue Straße, neues Glück, Hindernis. Oh Gott, leck mich nicht so. Das war doch jetzt gerade so. Blinker kannst du wieder ausmachen. So, Vorfahrtsstraße. Abstand, Seitenabstand. Und dann biegen wir nach links ab. Okay. Verkehrszeichen? Mhm. Vorfahrt durchdenken? Margo würde ich gleich fragen. Soll ich? Erster Gang. Wen musst du alles beachten, Melina? Da. Ist das auch falsch? Weiter. Da. Da. Also alle. Plus der Fuß. Gänge. So, sehr aufmerksam, auch wegen Straßenbahn. Und wenn frei, dann können die fahren. Jetzt du nichts sehen. Ich würde nicht fahren. Aber jetzt fahren. Ja, da kommt er nämlich. Der LKW hat ja das doch alles verdeckt. Ja. Kann ich von dir noch fahren? Oder soll ich sie überlassen? Ich. Okay. So, gucken wir mal jetzt. Komm, bevor der Bus noch. Hier musst du ja dann. Oh, jetzt hat das, das war gut angefahren. Das war gut angefahren. Sehr schön. Vielen Dank. So, Gas weg. Kupplung langsam raus. Kein Gas geben. Boah. Was soll das? Schild angucken. Ja. Das Weiße. In 20 Metern Vorfahrt gewähren Straßenbahn. Nicht blinken, aber Spiegel, Schulter. Und du hast kein Automatikfahrzeug. Also entweder du musst von der Bremse weg oder du musst es zurückschalten, ne? Okay? Ja. Habt ihr das verstanden? Du auch, Julius? Ja. Weil du fährst nachher auch hier lang, ne? Ja. Muss ich da auch nochmal mitfahren? Nee. Du fährst doch bei der Piotr. Dann nochmal. Guck dir es noch mal an. Mhm. Okay? Gut. Nächste rechts. Nicht gegen die parkenden Autos, die können nichts dafür. Verkehrszeichen anschauen. Langsam. Lieber in den ersten Gang gehen. Der hat Vorfahrt, genau. Was ist mit dem Blinker? Wo, nach rechts, wollte ich mal. Hast du vergessen? Ja. Herrlich? Ja. War jetzt Spaß. So ein bisschen weiter nach vorne. Da kommt's rein. Lenken nicht vergessen. Fußgängerüberweg. Das ist auch so typisch. Der Radfahrer ist runtergefahren, ohne zu gucken und hat einen Beutel am Lenker. Und seht ihr das? Nee, ach, vergiss es. Ja, nicht. Kupplung treten. Erster Gang. Der hat doch übelst Zeit vor uns. Nee, aber guck mal, wenn du den überholst, seht ihr das, wie das da vor Probleme hat? Der hat doch schon einen MT. Das kann durchaus sein. Aber der Beutel an dem Lenker ist überhaupt nicht okay, ne? Der hat ja sogar einen Gepäckträger, könnte er ja doch schneiden. Ich könnte auch vorne im Korb dran tun.
Was du machen könntest, du fährst so an den Reifen ran und schiebst den an. Immer fährt er 70. Guck mal, der hat Zeit, gell? Also das ist wirklich... So, die nächste Möglichkeit biegt mal rechts ab, ja. Melinchen. Kann ich den mir für meine Prüfung buchen? Ja, fahrst ihn gleich. Die nächste Möglichkeit rechts, ja? Gut, wenn er jetzt auch nach rechts fährt, dann fahren wir aber nicht nach rechts. Okay. Jetzt trittst du mal die Kupplung und hältst mal an. Die nächste Möglichkeit rechts. Darfst du hier rein? Nein. Gut. Ich hoffe, die will nicht darüber. Das weiß ich. Natürlich will sie das. Ist immer so. Guck nochmal. Jetzt fahren. Hier dürfen wir rein. Okay? Okay. Nach Schildern gucken. Zone 30. Ja? Du musst nach Schildern gucken. Verbot für Fahrzeuge aller Art, Anlieger frei. Du hast in der Prüfung niemals einen Anlieger. Soll ich da nicht hin? Ja, also musst du automatisch hier hin. Das Schild steht doch hier. Du darfst nicht dort rein, das musst du sehen. Du musst hier selbstständig hier hinfahren. Guck nach den Fusis. Okay? Aha. Gerade. So, wir parken rückwärts hier neben dem Weinroten. Blinker rechts. Blinker rechts. So, machen wir die Räder gerade. Blinker rechts. Und fahren wir noch ein Stück vor. Und stopp. Du müsstest jetzt das VW-Zeichen sehen. Siehst du es oder siehst du es nicht? So ein bisschen. So merkst du dir das. Rückwärts? In dem hinteren. Also in ja, ja, genau. So wie du siehst. So wie du siehst. Okay. Rückwärtsgang. Voll lenken. Viele Lücken, viel lenken, ja? Mhm. Umgucken. Während der Fahrt permanent umgucken und lass dir Zeit. Mhm. So, an den kommen wir vorbei. Guck mal in den anderen Spiegel. Mhm. Also am besten sofort reagieren. Volles Ballett. Erster. Und wenn die durch sind, warte erst ab. Dann nur so weit guckst du immer im Wechsel im Spiegel, bis Bordstein und Auto gleicher Abstand ist. Ja? Also ganz langsam, lass dir Zeit. Muss von der Bremse gehen, gell? Bist du? Ja. Gut. Immer im Wechsel gucken. Langsam. Noch ein kleines Stück. Und stopp. Du siehst unten auf dem Boden die Linie. Ja. Im Vergleich, wir stehen noch geringfügig schräg. Du hast dich verzählt. Du lässt die Räder gerade, Rückwärtsgang. Du bist noch leicht schräg. Und während der Fahrt gleichst du dieses geringe etwas aus. Aber erst in der Fahrt. Guck auf beide Seiten und guck nach hinten. Guck auf beide Spiegel und guck nach hinten. Immer im Wechsel. Nicht zu früh lenken. Du hast da drüben noch ein bisschen Platz. Mhm. Genau, jetzt so sieht das gut aus. Und jetzt bist du parallel. Fahr so weit vor, dass das Emblem, egal ob das der Renault ist, ob das ein Mercedes ist, ob das ein VW ist, dass du es ungefähr dahin bringst. Mhm. Wenn man das mal schlechter sieht, weil der steht ja mit dem Heck. Heck ist höher als die Front. Entweder du kommst so ein bisschen hoch oder schätzt so ab. Mhm. Und dann bringst du den immer rum und wenn du siehst, dass du zu weit wegkommst, ne, hast du ja. Mhm. Und mit dem Bordstein zu eng. Gangwechsel, Lenkrichtungswechsel und ziehst ihn so ungefähr gerade. Mhm. Und wenn das minimal schief sein sollte, gleichst du dieses minimal aus. Das ist total einfach. Du stehst so perfekt. Mhm. Okay? Okay? So, wir fahren nach links. Nee, nicht ausmachen. Ach,
dachte, er ist ein Horn. Erster Gang. Im Übrigen dieses Braun, der X1 da vorne, ne? Mhm. Ist das eine X1, ja? Ich weiß nicht. Ist auch eine relativ seltene Farbe. Finde ich aber nicht. Das hat auch irgendwas. Nee? Findest du nicht? Ich finde das nicht schlecht. Das ist schön kackbraun. Ja. Hä, ist doch kein Kackbraun. Kann ich hier direkt links fahren oder muss ich so eine Runde fahren? Du kannst schon so fahren, aber denk an den Bordstein. Längst du volles Ding ein, machst du mit einem Heck da drüber. Lieber. Nee, fahr ein bisschen vor. Bis die B-Säule am Ende vom Bordstein ist und dann kannst du. Pass hier auf. Hier aufpassen. Und jetzt kannst du. Jetzt passiert nichts. Hättest sogar schon eher lenken können. So, links wieder. Ja. Da ist links. Ja. Da ist die Spur. Ach so. Und du musst zuerst auf die Fußgänger. Ja. Also dieses links, musst du selber wissen. Mhm. Hier dürfen wir ja nicht hin, ne? Ja. So. Krabbel mal ein Stück vor. Da kann auch keiner durchgehen. Also. Was, wer kann da? Nee, nix. Da kann niemand durchgehen. Natürlich. Die ein Anliegen haben, ne? Oder die, die es nicht interessiert. Nach rechts bitte. Nicht gegen Bordstein. Guck, ob frei ist. Achte auf Fußgänger, der biegt ab. Guck, der darf's. Nicht gegen Bordstein. Die nächste links. Wen musst du beachten? Blink erstmal. Wen? Die von rechts. Die von rechts. Vorsicht. Der Omi. Der Omsen mit einem Damenfahrrad. So, Vorsicht, sieht man echt schwer. Schilder. 30. Wir folgen den Straßenverlauf. Das ist in dem Fall hier rum, weil das ist eine andere hier Straße. Rechts. Ja, ja. Bist du meine. Vorsicht. Ist auch ein bisschen enger hier. Aber nicht im Straßenverkehr, ne? So, wer hat Vorrang an der Engstelle? Ich. Gut. Ist doch ein paar Verkehrszeichen angeguckt, hm? Ja. Na, dann fahr auch und guck mich. So, und jetzt sucht sich die Melina eine Möglichkeit zum Umkehren. Ja. Direkt. Blinky, musst nicht parken. Ja. Bevor du nicht weißt, was da hinten noch kommt. Ne? Mhm. Okay? Lenk. Und wie so ein Rhabarberblatt gucken. Hast du schon mal gesehen, ein Rhabarberblatt? Nee. Im Wind dreht sich in alle Richtungen. Julius, du? Ich kenne Rhabarber. Kennst du auch Rhabarberblatt? Aber doch das komplette Ding jetzt, ne? Ja. Das Blatt, wenn es abschneidet, sieht aus wie so ein Elefantenohr. So, Vorsicht. Es braucht bloß einen Transporter hier rumzukommen, ne? Da lieber die Kupplung treten und dann stehen bleiben. Den von rechts musst du nicht beachten, weil... abgesenkter Bordstein. Schönes Haus hier. Und wir biegen nach rechts ab. Zone 30 zu Ende. Auf die Schildis achten. Frei fahren. Komm, bevor der kommt. Ich glaube, wir kriegen keinen Schnee mehr in diesem Winter. Das glaube ich auch nicht. Also ich bin da froh drüber, ne? Ja, ich finde Schnee eigentlich ganz toll, aber... Ja, wenn Schnee liegt, aber nicht so ein Schnuddelwinter. Nee, außer wir vielleicht, wir bringen vielleicht ein paar... Ja, der Harz könnte schon sein, ne? Winter ist unnötig ohne Schnee. Ja, bei mir ist es berufsbedingt, ne? Ja. Du parkst, fährst auf so eine kleine so einen Schneehaufen, rutschst weg gegen ein Auto ran. Das geht ganz schnell. Überweg, Vorsicht. Ja. Das siehst du ganz spät. Und wir biegen links ab. So, hier dies aus, also Mitte rein. Gegenverkehr, Fußgänger. Kupplung, stehen,
Erster Gang, Schaufenster ausnutzen. Hier. Siehst, da wird es sich schon was spiegeln, es kommt nichts. Okay. Fusis. Schilder. Schalten. Falls euch interessiert, dort war ich im Kindergarten. Die nächste nach links. Muss ich nach den Autos wieder nach rechts blinken? Nee, wir biegen ja eh links ab. Okay. Vorfahrt gewähren. Mhm. Vorfahrt überlegen. So, und hier ist eine ganz böse Falle. Ja. Und zwar, Tina. Ja, aber beide Seiten frei passiert ganz selten. Heißt erstmal in die Mitte und dann? Nee, du brauchst die von rechts nicht, außer den. Der biegt ab und der biegt nicht ab. Okay? Da drüben, im Schatten, ist eine durchgezogene Linie. Du hast einen extra Fahrstreifen. Wir sind schon mehrmals von hier hinten gekommen. Ja. Und da musstest du da immer einen Schulterblick machen. Aha. Beide Seiten frei passiert nie, deswegen, oder so gut wie nie. Deswegen haben sie eine Linie gezogen. Für dich ist wichtig, ihr müsst euch die Stelle merken. Merkt euch den Wasserturm, stupst den Wasserturm, keine Ahnung. Links frei, rechts kein Abbieger und du kannst fahren. Also, wenn das, also das reicht, heißt, kann jetzt nach du kannst jetzt fahren. Und das machst du auch mal. Und hab keine Angst vor dem LKW, weil du bist für dich. Siehst du die Trennlinie? Ja. Zweiter Gang. Spiegelblinker rechts. Und die müssen dich reinlassen. Also wir erzwingen uns das nicht, aber es ist ja Reißverschluss. Ja. Merkt ihr euch die Stelle? Ja. Also Julius, du auch. Ich kann das. Okay, ich fahr das nachher mit dir nochmal. Weh, du machst nachher Fehler. Hast du einen Schulterblick gemacht? Also wenn du den jetzt nach noch da? Nach da. Oh. Schein. Wenn du den jetzt noch gemacht hättest, wäre es perfekt gewesen. Mhm. So, nach links biegen wir ab. Gas weg. Guck, wo du dich einordnen musst, dass du die richtige Spur nimmst. Mhm. Oh. Kupplung. Blinker links. Ich muss dich gerade lenken, weil... Wenn du einlenkst und es kommt einer rum, stehst du im Weg. Ja. Also du musst wirklich bis zur Kreuzungsmitte, bis zu dem blauen Schild gerade fahren. Siehst du, dass die Videos was bringen? Mhm. Deswegen habe ich auch die weitergeschaut an. Mhm. Mhm. Also in den YouTube-Videos. Brauche ich mir eins Brötchen. Sehr schön, dass das gemacht. Aber du siehst doch jetzt die Kamera nichts mehr. Ja, was ich nee. Fahr mal der rote gegen. Ah, der zeigt. Achso, der blinkt auch. Ruhig. Mit Gefühl, ja? Oh. War das schlecht? Ja, die Melina kann das. Wenn du willst, kannst du nämlich. Du willst nicht immer. Ich wollte gerade. Wenn du nicht willst, guckst du nicht raus. Stimmt's? Ja. Datscha. Und der vierte. Aber eine der wenigen. Echt? Darfst du den rechts überholen? Nee. Ja, darfst du. Echt? Innerhalb geschlossener Ortschaften kannst du rechts schneller fahren als links. Ich muss D50. Schild? Ja. Ampel? Ja. Dritter Gang. Letzter Blick Ampel? Mhm. Muss ich hier jetzt direkt halten? Wenn das ist ein Stoppschild, weil an der Haltelinie, Hasi. Guck mal, die erste Haltelinie ist durchgestrichen. Boah, fährt aber wirklich. Das hat sie gleich so gesehen, gell? Erster Gang. Rechts, links gucken. Und wenn es passt, kannst du fahren.
nächste biegen wir rechts ab, ja? Nicht gegen das Auto. Gas weglassen, Spiegel Schulter, der Hund ist noch ein bisschen weg, das geht. Lenken, Schild der's. Wieder Suzuki. Hast du die 230 auch gesehen? Oder nur den Suzuki? Den Suzuki habe ich nicht gesehen. 230. Ich auch. Das ist auch rechts vor links, Melina. Du wüsstest nämlich bei Zone 30, dass rechts vor links ist. Ja. Gelten die nicht als Hindernis? Halt den Seitenabstand. Okay. 1 Meter. Die gelten aber nicht als Hindernis, ne? Nee, du bist doch schon vorbei, aber du musst den Abstand halten. Ja. Und denk bitte an rechts vor links. Wir biegen nach links ab, bitte. Der Fusis. Ja, ich hab die Kupplung. Erster nicht. Gang. Langsam. Du blinkst ja schon, guck nochmal in den Spiegel, dass sich keiner überholt. Weiter. So noch. Gut. Halten, schalten. Komm mal raus, Herr Bonn, ne? Ist das eine neue Strecke? Wie? Ist das eine neue Strecke? Weil ja, hier kommen wir zur Prüfung nicht her. Ich trainiere jetzt mit ihr bloß das rechts vor links, langsam fahren, Hindernisse. Jetzt muss sie nämlich zurückblinken. Das ist der Grund. Spur halten, weil es ein bisschen enger ist. Geradeaus, rechts vor links. Nee, ich mach nix. Das Auto schiebt, wenn du anfängst mit Bremsen ohne Kupplung. Bis zu einem gewissen Punkt kannst du bremsen. Pass auf, ich bremse jetzt mal. Na? Und jetzt schiebt doch. Ja, die Gegend hier ist nicht mal so schlimm. Ja, ne, die geht eigentlich. Kann man machen. Wir fahren Girardi rechts vor links. Und hier auf der linken Seite seht ihr dann den Tierbachpark. Och Mensch, Julius. Sieh mal doch, dass es eine Ziege ist. Das ist ein Bock. Ziege. So, und du suchst dann eine Möglichkeit zum Umkehren. Das Ding hat Hörner, also ist es möglich. Hier? Wo du möchtest. Ich würde das machen, ja. Blinky. Und da ist der Mini. Und du willst aber den höher gelegten. Ja. Ja, das geht schon. Geht doch, das ist okay. Das ist sicherer. Porsche Macan. Ja. Porsche Cayenne. Macan will der neue, ja. Macan ist geil. Der neue Macan Porsche, ist okay. Das Elektro-Ding. Ich mag den Cayenne mehr. Aber der Macan ist auch richtig geil. Cayenne ist klein. Blinko. Also umkehren fällt der Melina nicht so schwer. Zumindest auch die Stellen zu finden. Das ist auch entscheidend. Das war ein Hindernis. Nach links. Soll ich mit euch in den Tierpark gehen? Ich würde fragen, können wir in den Zoo? Und dann tun wir Ziegen streicheln. Ich habe Vorfahrt, ne? Blinker, ja, da ist links von dir. Links von dir, wenn du halt Vorfahrt gewähren hast, Vorfahrt gewähren, abgesenkter Bordstein. Du warst ja rechts, genau. So, und da kannst du jetzt auch blinkern, siehst du, dass wir das auch mal wieder machen. Vergiss die 30er nicht, ne? Sind immer noch in dieser Zone. Sei sehr aufmerksam, was Kreuzung, Einmündung angeht, Seitenabstand etc. Nächste Möglichkeit, fahren wir dann nach links. Nicht. Gut.
Oh, Herzl, es muss aber in den ersten gehen, um das Größte abzuwirken. Das ist nun mal ein bisschen hier, das Hin- und Herschalten. Jetzt gehst du wieder in die 2 und blinkst wieder. Also hier so eine Flöte brauchst du dir nicht zu kaufen. Hier ja, Bekannte. So ein Ding, das fliegt ja auch. Ja, mach. Mach. Seitenabstand. Ja, du musst aufpassen. Jetzt ein bisschen hier rüber lenken. Erster Gang. Rechts musst du beachten, nicht links. Mhm. Nee, wir wollten doch links abbiegen, ach oder? So. Die nächste Möglichkeit links, hab ich vorhin gesagt. Und du solltest bloß ein bisschen hier hinlenken, damit du nicht im Gegenverkehr stehst. Also, ja, das hat mich jetzt irritiert, dass ich nach da fahre. Ach so. Also den und den. Ja. Und plus Fusis. Und an der Ampel nach rechts. Ja? Mhm. Rechts. Ist da, wo der Daumen links ist. Wusstest du das? Ich habe mir das so immer beigebracht, wo das L richtig rum ist. Aha, das ist auch eine Möglichkeit. So, das war's jetzt mit meiner Fahrstunde. Es war ein bisschen kritisch in der Stadt. Ich bin da nicht so ganz gut ausgekommen, aber es ging auf jeden Fall. Und ich habe mich auf jeden Fall verbessert, das ist das Wichtigste. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Abo da und nicht vergessen, Daumen nach oben und tschüss.